Musst du jetzt schon los? So früh? Ja, ich muss mich ja noch umziehen und schminken. Und du willst uns nicht verraten, als was du beim Umzug mitgehst? Nein. Nicht mal einen kleinen Tipp? Nö. Werden wir dich denn erkennen? Na, das hoffe ich doch. Na, dann sind wir alle mal gespannt. Sorg dafür, dass die Kinder rechtzeitig fertig sind, ja? Das mache ich. Mach dir keine Sorgen. Also dann, bis später. Eine Stunde später. Bello, wir müssen uns noch verkleiden. Der Umzug beginnt doch gleich. Ich gehe als Hexe. Ich weiß, ich wollte eigentlich nicht als Hexe gehen, wegen der Geschichte mit dem Kaugummiautomaten. Aber ich finde mein Kostüm einfach so toll. Und ich werde nix hexen, versprochen. Außerdem ist der verhexte Hut auch irgendwohin, keine Ahnung wo. Na, dann ist ja gut. Und du kriegst auch ein Kostüm, Bello. Ich hoffe, es gefällt dir. Na, wie findest du mich? Super. Und jetzt du. Fertig, wow, das sieht ja super aus. Dreh dich mal, Bello. Es ist nicht ganz perfekt geworden. Das macht nichts. Es ist mit viel Liebe gemacht. Das reicht vollkommen. Du siehst echt böse aus, aber das bist du natürlich nicht in Wirklichkeit. Das finde ich gut. Nur kann ich mit dem Kostüm nicht so gut gucken. Ist ja fast wie beim Echtneu. Die können doch auch nicht so gut gucken. Aber ich kann ja noch im Gut riechen. Das wird mir helfen. So, fertig. Ich finde, dass es mir gut gelungen ist. Jetzt noch den Hut und der Faschingsumzug kann beginnen. Kinder, seid ihr fertig? Ich schon. Und Bello ist auch fertig. Wow, ihr seht ja toll aus. Und Bellos Kostüm ist phänomenal. Wo hast du denn das her, Greta? Das habe ich selbst gemacht. Wirklich? Ja. Boah, das ist ja wirklich sehr gut gelungen. Bello als Hai. Anna, bist du denn auch so weit? Wir wollen los. Ich komme. Papa, meinst du, wir erkennen Mama in ihrem Kostüm? Das hoffe ich doch, aber genau weiß ich es nicht. Sie hat es mir ja nicht verraten, als was sie geht. Der SpongeBob kommt. Wie cool, dein Kostüm ist toll, Anna. Danke, eure Kostüme sind auch super, aber am besten gefällt mir Bello. Dann können wir ja jetzt los. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Nein, keine Sorge, wir sind genau rechtzeitig da. Ihr habt ja coole Kostüme, vor allem euer Hund. Dankeschön, das Kostüm von unserem Hund habe ich selber gemacht. Cool. Da vorne sind Oma und Opa und Tante Jule. Hallo, da seid ihr ja endlich. Es geht gleich los. Hallo. Hallo. Ihr seht ja toll aus. Danke, ihr aber auch. Es geht los, ich höre die Musik. Hello. Oh, ist das eine schöne Prinzessin. Ihr Kleid ist so schön. Wie können die auf den Stelzen nur laufen? Wahnsinn. Eine Unterwasserwelt mit Meerjungfrauen. Cool, aber Mama erkenne ich da nicht. Hey, und am Steuer sitzt ein Kollege von mir. Was? Na, guck mal. Hey, Kumpel, heute schon ein Schiff gekapert. Nee, heute noch nicht. Na dann. Cool, Spider-Man. Eine coole Stunt-Einlage, aber das wird wohl nicht Victoria sein, oder? Hello! Oh Mann, ich habe solche Zahnschmerzen, es tut so weh! Zahnschmerzen? Wo? Ich bin gleich zur Stelle! Was? Oh nein, schnell weg! Hier, für dich. Aber vergiss nicht, deine Zähne zu Hause zu putzen. Mach ich, danke. Darf ich mal abbeißen, Greta? Na klar. Danke, lecker. War der jetzt Mama irgendwo mit dabei? Ich hab sie nicht erkannt, nein. Was ist denn hier los? Mann, mach die Straße frei. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich komme zu spät zu meinem Kosmetiktermin. Hello! Lasst mich mit diesem Krempel in Ruhe. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wow, sieht das toll aus.
Ah, Hilfe! Ich hab dich gleich und dann blüht dir was. Das ist aus dem Film Zurück in die Zukunft. Mega! Ha, den Film kenne ich auch. Den habe ich mit Peter gesehen. Marty, ich hab die Lösung. Was? Welche Lösung? Wie du zurück in die Vergangenheit kommst. Das ist so cool. Jetzt kommen die Römer. Ist das etwa Mama da hinten? Das ist Mama. Hallo Mama. Hallo. Sieht Mama nicht toll aus? Ja, sieht sie. Am liebsten würde ich mit dir mitfahren. Aber dann verpasst du die anderen Attraktionen. Ja, die würde ich unbedingt sehen. Das ist E.T. Den Film habe ich als Kind geliebt. Den habe ich sogar im Kino gesehen. E.T. nach Haus telefonieren. Telefonieren. Nach Haus. Und jetzt kommt Nobelmoor. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Das ist ja riesig. Ah! Mich erschreckt. Schneller, dem Monster hinterher. Wir müssen es einfangen. Ich habe den Burger geklaut. Fifi, was ist denn hier schon wieder los? So ein neumodischer Kram. Und was verteilen die da überhaupt? Das kann doch gar nicht schmecken. Bitte schön, für Sie. Was, für mich? Na gut, ich probier's mal. Das schmeckt ja gar nicht so schlecht. Slimer. Die Ghostbusters, yeah! Schade, vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Tschüss!